Hallo Leute, willkommen zurück zum wohl besten Fallout London Let's Play, was ihr jemals gesehen habt. Ich habe endlich die Quarantänezone gefunden. Ja, war komisch. Es scheint echt nur diesen einen Zugang zu geben. Ich bin hier diese ganzen Bahnen, die Schienen lang gelaufen. Und dann kam die Entdeckung. Und zwischendurch war ich natürlich nochmal zurück, habe Schrott weggebracht. Und dann ist mir diese Waffe hier über den Weg gelaufen. Die hatte einen Polizist bei sich. Das ist einfach ein NPC, der jetzt nicht böse eingestellt war, als Polizist, durch die Straßen gelaufen. Den habe ich angequatscht. Und dann war das mal wie so ein NPC, der immer weiterläuft und du den Dialog einfach nicht vernünftig mit dem führen kannst. Und dann ist der in so eine Horde Sammler reingerannt. Und dann konnte ich leider nichts weiter bergen, außer seine Leiche und dieser Waffe, die er dabei hatte. Und die müssen wir jetzt mal ausprobieren, natürlich. Bin ich ja gespannt, warum hier Quarantäne verhängt wurde. Ah, guck mal, da ist schon mal. Oh, da ist ja ein Kandidat für unsere Lieblingsflinte. Hier komme ich bestimmt nicht rüber, ne? Wir können das ja mal testen. Pass mal auf die Präzision jetzt einfach. Ah, da geht aber noch mehr eigentlich, aber ist schon heftig. 86? Aber ich glaube, das liegt vielleicht ein bisschen daran. Oh. Der muss gecrittet werden, der Kollege. Dass die mit Slug schießt. Oh, den habe ich vermasselt. Betäubung! Oh, nee, nein, nein, brich es ab. Oh Gott, nein, wir werden ewig da. Okay. Ja, und es muss wieder. Ey, gibt es hier irgendeine Folge, die ich anfangen kann, ohne dass hier immer irgend so ein. Okay, da fallen mir schon ja keine Worte mehr zu ein. Jedes Mal schmeiße ich mir Redex oder irgendeine andere Grütze ein, weil das hier anfängt, einfach nur räudig zu werden. Charisma und Intelligenz. Tunnelhusten. So hieß der Typ, oder was? Ah ne, war eine Frau. Und jetzt vermähle ich sie, Jeffrey und ihre auserwählte Tunnelhusten. Ewigen Bund der Ehe. Wo ist ihr Nachname? Kann ja auch sein. Dann bist du Jeffrey Tunnelhusten. Ja, auf jeden Fall, ne? Ich glaube, Slug wird hier verschossen statt Bug. Und deshalb ist die Präzision höher, weil nur ein einzelnes dickes Geschoss trifft, statt viele kleine Kugeln, wie man es vom Schrot her kennt. Steht da einer? Nee. Hallo, kann mir jemand helfen? Ich wurde hierher geschickt und soll hier aufräumen, irgendwas machen, aber. Ich habe keinen Bock mehr, diese Briefkästen anzufliegen. Ach, krass ist. Und ganz komisch ist, die nehmen immer keinen Schaden. Da geht der ganze Arm kaputt. Aber die ersten zwei Schüsse, die werden einfach immer irgendwie. Aha. Nein. Vielleicht sind sie das schlauer. Kann man auf die Räder schießen? Aber da hast du. Ich glaube, die sind auch noch ein bisschen verbuggt, die Jungs. Oh, fuck off. Wombelhand. Ich bin bisher nur einem Wombel begegnet. Und der hat keine Erfahrung. Oh.
Oh, oh, hier wird Zeit für die... Warum ist denn das jetzt hier auf einmal so? Und ich habe aus Versehen Miller getötet. Miller war der Anführer von, na hier, diesen Typen, die sie die ganze Zeit belästigen und die keine Erfahrungspunkte geben. Da hieß es dann hinterher, die fünfte Kolonie ist mir jetzt böse, weil ich den umgebracht habe. Die wollten, dass er lebt quasi. Da hab ich mir gedacht, wisst ihr ja, ne? Ja, dann soll er mich nicht angreifen. Ja, der ist jetzt Geschichte. Der hatte eine krasse Rüstung bei. Aber das, wie soll ich sagen, die bringt zwar 80 Rüstungspunkte mit sich, aber die ersetzt wieder alle Rüstungsteile, die wir angezogen haben. Deswegen fällt das ja immer schon raus, weil dann verlieren wir ja unsere ganzen coolen Attributsboni. Bei 80 Rüstungspunkte schon eine Ansage sind. Oh. Schrecklich. Ja, auch keine Erfahrung hier. Ich weiß nicht, woran das festgemacht wird. Wenn die Leute immer ihre Haare dann mit dir waschen haben. Na. Oh, Sturmfeuerzeug war da noch. So, da ist auch noch eine Tür. Ah. Fancy Haarbürste. Na los. Darf ausnahmsweise mal mit uns reisen. Ich knall hier immer hoch. Irgendwann liegt hier mal einfach eine Mine oder so weit. Hallo? Oh, teilentrahmte Milch. Sommershorts. Gefängnislumpen. So einen schönen, gemütlichen letzten Abend vom Fernseher. Ist denn das hier alles so? Also es ist cool, dass man vieles ohne Ladezeiten begehen kann. Oh. Alle Tunnels. Das war wohl anstatt war eine Familie. Familie Tunnelhusten.
Das ist immer komisch, wenn die Pfeile so den Weg weisen. Das ist immer sehr fragwürdig, finde ich. Mir natürlich hier alles ein bisschen genauer angucken, weil ich glaube, ich komme hier nicht so oft her in diese komischen Extra-Bezirke. Ne, das wollte ich gar nicht. Ich wollte. Kann man schlafen und sich verstrahlen lassen? Okay. Ja. Boah, das sieht ungesund aus hier. Ey, wie soll ich denn so feuern? Ich finde das cool, endlich mal wieder so richtig auf Hude zu ballern. Traders willkommen. Wie weiß ich nicht, ne? Ja. Brauche ich noch Zement? Manchmal findet man ja echt cooles Zeug in diesen Mülltonnen. Netzslash. Wolfies Exchange. Wer ist er denn? Oh, lebender Tunnelhusten. Okay. Der mutiert gleich und geht uns an. Oh, okay. Kannst du jetzt sprechen? Nee, okay. Entschuldigung. Ich wollte nicht stören. Ich muss aber noch kurz gucken, was er mit diesem Händler da auf sie hat. Ja, man spürt jetzt so die permanente Verstrahlung. Ach du meine Fresse. Warum redet ihr alle? Nee. Warum haut ihr nicht? Ich dürfte nicht abhauen. Aber das Tor bewacht keiner. Ihr könnt die Außenwelt anstecken. Schön, euch kennenzulernen. Der Handel war großartig. Ich glaube, das so sein soll, dass man gar nicht mit denen interagieren kann. Ist der Sturm jetzt vorbei? Schmeiße ich mich hier neben mir mal so eine Zaubermilch ein. Atta. Zaubermilch! Ich hab jetzt für Schweineschweck gemacht. Und dann gibt es ein Photonieboy oben drauf, oder? Erstmal die Colas wegziehen. Colas. Ah ja, gibt noch Strahlung. Es ist nicht schön. Dann gibt es noch ein leuchtendes Paket oben drauf. Oh. Wusste ich ja nicht. Also diese Pfützen sind tabu hier.
Dann gehen wir mal zu Wulfi rein. Vielleicht gibt es ja da jemanden, der mit uns sprechen möchte. Na, natürlich. Grenade ab! Oh nein! Oh, oh, oh. Erstmal nachladen. Oh, dann. War da noch einer drin, ja? Bring das Ziel zur Raserei. 250er Wert. Das Leben an der Wolfie Exchange. Hey there, it's Mika, your friendly Wolfie Exchange employee. I just need to get something off my chest. You know, this place, it's been getting me to me lately. I mean, it smells. Man, it smells bad, really bad. There's this guy. We call him P-Man. And trust me, that name isn't a joke. He reeks of urine, like all the time. And one day, right here at the counter, he just pissed himself. I'm at a point where I want to quit, you know? I mean, we should just be able to ban him. But it's not that simple. We live in this democratic, capitalistic society, and money talks louder than our sometimes. Well-being. I wonder if this place would be better off gone, like burnt down by all the bombs dropping all around us. But then I realize life just isn't that easy. So yeah, it stinks in here, and it's not just because the smell of pee, man. It's the system, the society we live in. But quitting isn't an option. We'll keep pushing forward, because that's what we do. Okay. Oh, Brenner, immer wieder gut. Hey. Ja, war ja klar. Immer mit der Ruhe, Leute. Ach, hallo, ich hab dir ins Bein geschossen. Ein Affe. Dass der da noch weiter rennen darf mit. Oh, jetzt Schluss hier. Wo wäre das denn? Hey. Ist aber lustig. Das ist krass, du kannst nicht anlegen. Also nicht ordentlich. Das ist irre, das ist in anderen Spielen, das ist ja nur eine seltene Waffe, die sieht man ja nun echt nicht so oft. Aber daher, wo ich sie doch kenne, da ist es genauso, du kannst damit nicht zielen, das ist so ein Drecksteil. Die Tür lässt sich nicht öffnen. Es wäre schön, wenn dann da stehen würde, was ich für einen Check gerade gemacht habe, ne? Manche Türen gehen ja trotzdem auf. Ah, nein! Da sind sie, Sir! Das war so richtig nutzlos. Oh, der wird mich zu bomben. Versteck mich. Oh, der hat eine Giftwolke losgelassen. Er ist nicht alleine.
Oh, jetzt ist er mutiert. Ist dann sein Bein wieder ganz? Ich muss durch. Ich muss hier durch. Klar, Alter. Ich glaube, unser Freund ist liegen geblieben. Was macht der da? Nee, nee, er ist heiß auf uns. Oh. Der belebt andere Ghule wieder. Aber sein Bein ist trotzdem kaputt. Boah, der hat... Ich glaube, das ist die Schrotmunition nicht wert. Nee, der steckt so weg. Genau, der ist legendär und leuchtend und hat eine Was ist das denn? Fühlt man sich ja gar nicht verarscht. Ich glaube, ich probiere das mal ein bisschen weiter. Eigentlich ist das ganz cool. Es fehlt immer noch so ein Touch an Damage. Ersetzt so die Nuka-Cola Quantum. Oh, guck mal. Ein Videospiel. Returns of the Police. Warte, hat die Artikel einen Defekt, der ohne ihr Verschulden aufgetreten ist? Dann haben sie besser die Quittung. Alter. Boah, wie geil ist das denn? Der ist schnell und macht 51. Das müssen wir jetzt mal hier verbessern und ausprobieren. Da bin ich ja gespannt. Ich meine, wir haben Stärke 10, ja? Wir sind die geilsten Prügler, die es geben sollte hier. Was ist das Ding hier? Da. Nee. Da. Wiegt 4. 51 Schaden. Lasst uns das mal durch unseren Schlagstock ersetzen. Ich meine, der macht ungefähr insgesamt dasselbe, ne? Aber... Wenn der schneller zuschlägt... Da überleg mal, wir haben jetzt Stärke auf 10. Es ist ja fokussiert, dass man auch so ein bisschen, dass man Nahkampfwaffen durch hier benutzen kann in dem Spiel. Was ja irre cool ist irgendwie. Weil das ist ja sonst immer so eine Sache, ich finde, das funktioniert in vielen Spielen überhaupt nicht. Vielleicht zum Anfang, da kriegst du immer so ein Messer an der Hand. Und dann stehst du nachher da mit wenigem Haar und kannst damit nicht mehr ausrichten. Wie komme ich denn jetzt weiter hier? Ihr habt hier noch... anderen Weg? Mike hier wird verpasst. Ah. Oh krass, das ist wirklich eine Falle. Aber was hätte diese Falle jetzt gemacht? Das hätte mich jetzt getroffen, wenn ich da durchgelaufen wäre.
Ich stehe doch ja nicht drin. Ich stehe doch ja nicht drin. Oh. Jetzt auch nochmal hoch. Ah, nee, okay. Motivation verloren. So schnell geht das. Da vorne. Da ist der U-Bahn-Zugang. Und ich möchte auch ganz dringend drin. U-Bahnhof Angel. Ja, dann lass uns mal rein. Ich möchte nicht mit den Jungs hier draußen stehen. Ist die Frage, ob es drin besser ist. Ja, hier ist sie mütlich. Doch. Ein schöner Haufen Knochen. Und ein verbessertes Türschloss. Und eine abgebrochene Haarnadel. Da dauert's ja. Krieg wieder Ärger mit YouTube. Schützen und überleben. Weniger Schaden durch Insekten. Das hat noch gefehlt. Okay. Hat ja auch niemals irgendwer behauptet, dass bei schwierigeren Schlössern mehr Loot drin sein soll, ne? Man hat dann einfach nur die Möglichkeit, auch an diesen Loot ranzukommen. A gas mask. Very innovative. Though I shouldn't be so surprised. It is you, after all. Yeah, you know. Hätte er immer aufmachen können. So, unter Kumpels. Wer auch immer er ist. Jetzt hier mit meinem Schläger verprügeln. Wo seid ihr alle? Oh nein. Was ein Klon. Jetzt bauen. Ja. Die sehen richtig kacke aus. Ja. Ja. Blanko-Klone. Die Münder. Na komm. Oh, ihr Freunde geholt. Ja. Dieses Blocken, ey. Ehrlich. Ganz schlimm. Ist das geil? Nee, 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 nee. So nicht. Boah.
ist denn der letzte Blanko-Kalle hier? Da soll's sein. Ich sehe nichts. Gönn dir brennende Kugeln. Ja, wann steht denn immer diese Third Person und First Person Ding hier? Oder sonst nicht so. Und mal eine ganz andere Frage für den Kumpel. Gilt denn so ein Revolver, den ich dann mit einem Schaft ausgestattet habe, immer noch als Revolver oder ist denn eine Langwaffe? Wie ist einer von euch, ob man das irgendwo erfahren kann oder weiß das einfach stumpf jemand? Weil das wäre ja dann auch cool, ne? Wenn ich viele Revolver habe mit coolen Zusatzfunktionen, genau. Dann muss ich ja nicht extra in den Pistolen-Perk investieren, sondern kann die ja einfach umbauen. Und dann spart man ja wieder eine Menge Skillpunkte. Hier. Schönes Stück Fly. Seht ihr doch noch. Da schicken die hier also ihre Klone anscheinend her, die sie jetzt nicht so richtig geil finden. Die werden hier so ein bisschen verheizt, oder was? Okay, na gut. Ich finde das so cool, was die rausgeholt haben aus dieser Engine, ne? Gerade diese Beleuchtung. Und dann frage ich mich aber auch immer, wie geil das aussehen würde in so einer modernen Engine. Was ist das für eine Suppe, ja? Oh! Ah, zum Klimatmist-Ding. Ja. Hey, jetzt auch noch lang. Der Hauptweg, dass man da durch das Tor wieder nicht durchkommt und dann wird man hier lang geleitet? Mann, ey. Komm schon. Oh, nee, ich komme nicht mehr zurück. Oh.
geht's jetzt los? Anscheinend sind wir. Ist der Zug in das Labor eingebrochen? Ein Räuberzug. Na gut, Leute, wir machen hier mal ein Päuschen. Und dann machen wir hier in der nächsten Folge weiter. Schön, dass ihr dabei wart. Haut rein. Ich mach mir jetzt Bratkartoffeln.